Ja, die Schweiz hat mehr als 1000 Wasserkraftanlagen und die machen etwa 50% der Gesamtstromproduktion aus. Außerdem ist die Wasserkraft ein sehr guter Anbieter an Arbeitsplätzen, vor allem in den Bergregionen wie im Kanton Graubünden oder im Kanton Wallis, aber auch Uri und Tessin zum Beispiel. Und als guter Letzter, die Wasserkraft produziert auch sehr gute Einnahmen für alle Kantonen durch die sogenannten Wasserzinsen. Ja, es hat verschiedene mögliche Probleme. Einer davon ist zum Beispiel, dass unterhalb von Staudämmen sehr oft wenig Wasser fließt, sogenannte Restwasser. Und dann wird auch der Transport von Kies und Sand unterbrochen. Und unterhalb von Kraftwerkanlagen entstehen auch Abfluss- und Pegelschwankungen. Und dadurch werden auch die aquatischen Lebensgemeinschaften nachhaltig verändert. Ja, es gibt verschiedene Ansätze, wie man diese Problematik angehen kann. Einer davon sind künstliche Hochwasser in Kombination mit punktuellen Kiesschüttungen und andere Aufwertungsmaßnahmen. Die künstlichen Hochwasser sind ein Großforschungsprojekt der ZHAW in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie EPFL oder ERWAC. Und dieses Großforschungsprojekt findet an der Saane statt. Und an der Saane werden von Zeit zu Zeit künstliche Hochwasser unterhalb des Stausams Rossons ausgelöst. Und hierzu schauen wir uns an mit teilweise modernen Methoden wie Fernerkundungen, wie diese Hochwasser Auswirkungen haben auf die Veränderung der Habitate, aber auch mit klassischen Methoden, dass wir uns anschauen, wie verändern diese Hochwasser die Lebensgemeinschaft. Diese künstlichen Hochwasser werden auch im Rahmen des CAS Gewässerrenaturierung vorgestellt, neben anderen Themen wie der Fischgängigkeit oder auch Themen zum Bereich Modellierung von Flusssystemen, Aufnahmen von Makrozoobenthos oder allgemeine ökologische Grundlagen zur Fließgewässerökologie.